Na, und was machst du so zu Weihnachten? Ja, die Frage kennt man, oder? Also, ganz viele Leute sagen dann, ja, ich fahre zu meinen Eltern oder ich fahre zu meinen Kindern oder ja, oft so, ja, Familienzeug halt. Aber ja, es gibt auch ganz viele Leute, wenn so eine Frage kommt, dann, ja, habe ich noch nicht ganz so geplant. Mal gucken, welcher meiner Freunde gerade die Kinder hat. Und ja, bei Weihnachten ist das ja so eine Sache. Also sicher, man hat Freunde, aber die haben ja auch Familie. Und wenn man dann Heiligabend oder so dazukommt und es wird angeboten, klar ist das schön, aber irgendwie, man ist ja nicht so Teil der Familie. Es ist immer so, man sitzt zwar da, ne? Aber irgendwie, nee, ich weiß nicht. Wenn man nicht zur Familie kommen kann oder es geht gerade nicht oder es gibt keine Familie oder irgendwelche Gründe halt, dass man halt mal alleine zu Weihnachten ist. Das heißt ja nicht, dass man einsam sein muss, sondern dass man alleine zu Weihnachten ist. Dann kann man ja auch irgendwie so das Beste draus machen. Denn man ist ja auch nicht verpflichtet unbedingt zu einer großen Familie zu fahren, wenn man das nicht möchte beispielsweise. Also wenn man die Wahl hat, bei der Familie zu feiern oder nicht und man entscheidet sich dagegen, finde ich das völlig in Ordnung, wenn man das für sich auch anders entscheidet. Und es gibt natürlich auch Menschen, die haben halt diese Entscheidungspunkte nicht. Im Endeffekt ist man dann aber erstmal alleine zu Hause. Außer natürlich, man hat noch ganz, ganz viele Freunde um sich herum oder sonst irgendetwas. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, du wirst gefragt und du bist alleine zu Hause. Das kann man auch positiv angehen. Beispielsweise. Also, ich hatte eine neue Beziehung angefangen und da war eine Familienfeier, aber wir waren noch nicht so eng zusammen, dass ich da mitgekommen wäre, weil da auch Kinder sind. Da weiß man ja nicht in den ersten Monaten. Und dann, da wir das noch nicht so ausdiskutiert haben und ich erst dachte, eventuell doch, habe ich dann an Heiligabend, das war ein super Heiligabend, mir was total Cooles gekocht und mir eine Hai-Doku angesehen. Und ich weiß immer noch was vom Zitronenhai, denn ich glaube, ich bin immer beim Zitronenhai eingeschlafen. Denn man kann ja auch so sehen, denn das sind ja auch 3 freie Tage, die man irgendwie für sich nutzen kann. Und so gesehen habe ich das eigentlich nur zur Entspannung genutzt und habe mich ausgeruht. Und das war ein ziemlich schönes Weihnachten. Ab und zu ein paar Freunde angerufen. Ich glaube, am zweiten Weihnachten kam auch eine Freundin vorbei. Wir haben das so ganz locker gemacht. Und man kann das auch ganz locker machen. Denn auch wenn du alleine zu Weihnachten bist, du kannst auch aktiv werden und zum Beispiel alleine in eine Kirche gehen. Das ist völlig in Ordnung. Und dann kommst du automatisch unter Leute oder es gibt ganz viele kulturelle Veranstaltungen in Museen oder in Theatern oder es gibt Ausstellungen oder du kannst auf ein Konzert oder es gibt sogar Partys für Singles. Also da spricht alles nichts dagegen. Du kannst auch rausgehen. Und was du auch machen kannst, wo ich dieses Jahr ein bisschen mit liebäugle, ist mit meinem Mann eventuell mal den Paten zu sehen. Das ist jetzt nicht alleine, ne? Ich habe jetzt einen Mann. Aber das Leben verändert sich ja auch und dann hat man immer auch Veränderungen um sich herum. Und ich habe den Paten noch nie gesehen und man könnte auch einen Teil so nutzen, indem man einfach mal das macht, was man gerne machen möchte, was ein bisschen mehr Zeit kostet. Es können ja auch Buchreihen sein. Und ja, so kann man diese Tage halt auch anders nutzen und positiv nutzen oder einen Dokumentationsabend machen. Also, das Wichtigste ist eigentlich, dass du echt nett zu dir bist. Sei nett zu dir, sei nicht sauer auf dich. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man jetzt nicht so die Familie hat, wo man sich dann Weihnachten trifft oder so. Und man kann sich ja auch Freunde um sich herum schaffeln, sozusagen. Das Problem ist halt immer nur bei Familienanlässen und man geht zu Freunden und zu deren Familien. Es fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an, finde ich. Aber ich bin trotzdem dankbar, wenn man mit kann. Also so ist es nicht. Das ist doch noch was sehr, sehr Schönes. Und wenn du ein bisschen Geld übrig hast, ist natürlich die beste Alternative, fahr mal irgendwo hin, in Urlaub. Müssen ja nicht gleich die karibischen Inseln sein, aber irgendetwas. Und dann,
ja, dann sei dann da, genieße es, nimm es wahr und lass vielleicht auch dann da das Jahr auch so ein bisschen Revue passieren. Das kannst du auch zu Hause machen und überleg mal so, was lief gut, was lief nicht gut, was möchtest du vielleicht für dein nächstes Jahr? Oder entrümpelt ein bisschen deinen Keller und entrümpel praktisch so damit auch so ein bisschen deine Seele, ne? Also ich finde, wenn man einen Keller aufräumt und auch allgemein Sachen entrümpelt, dann hat das ja eine Leichtigkeit auch hinterher, ne? Also ich kann immer viel besser durchatmen und man hat dann ja auch manchmal Sachen in der Hand und erinnert sich und so entrümpeln kann auch mal ein paar Tage dauern und das ist ja zum Jahresende auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ist ja auch so, kann man ja auch als Psychohygiene sehen. Und dann vielleicht überlegen, was möchte ich vielleicht? Was möchte ich vielleicht in Zukunft? Und kann praktisch so ein bisschen in diesen 3 Tagen so ein bisschen sein Leben sortieren, so emotional auch. Und vor allem sollte man auch gucken, wenn man dann zu Hause alleine ist und man fühlt sich sehr einsam, dann sollte man vielleicht mal gucken, wenn es zu schlimm wird, ruf doch mal jemanden an. Also vielleicht einen Freund, eine Freundin oder auch die Nummer für Kummer. Ja, hier ruft auch gerade jemand an, auf dem Festnetz. Da bin ich gespannt, wer. Muss ich mal kurz gucken. Jo, das war ein Spam-Anruf. Ich habe keine Bitcoins, nein. Aber war interessant, auf jeden Fall. Ja, wo war ich? Ja, ihr könnt zum Beispiel, also du kannst auch die Nummer für Kummer anrufen, wenn es dir echt zu schlecht geht. Also ich habe auf meiner Internetseite auch die Nummer noch drauf und die Verlinkungen dazu. Und manchmal hilft es auch, einfach mit einer fremden Person einfach nur zu sprechen. Und da kannst du auch nachts anrufen. Was ich wichtig finde, ist vielleicht so zu sehen, dass es 3 freie Tage sind. 3 freie Tage, an denen man sich mit anderen Menschen treffen kann, weil sie meist auch frei haben. Aber manchmal sind es auch 3 freie Tage, wenn du jetzt im Gesundheitssektor arbeitest. Da musst du sowieso arbeiten. Nicht jeder hat auch frei. Einfach, dass man diese Gewichtung da wegnimmt. Und ja, ich kann das sehr gut sagen, da ich nicht getauft bin. Vom religiösen Aspekt ist es natürlich sind es sehr, sehr wichtige Tage. Allerdings kann man mir auch sie für sich so feiern, wie es für einen selber gut ist. Oder auch, wenn man was geben möchte und das vom christlichen Aspekt sehen möchte. Ich habe früher mal, als ich vor meinem Studium ein Praktikum gemacht habe im Altersheim, da war ich dann Weihnachten öfters dann zu diesen Festen, Heiligabend in diesem Altersheim und mit einer Freundin, die habe ich damals auch mitgenommen, weil die auch nicht keine Familie hatte, wo sie hin konnte. Und da haben wir Waffeln gebacken und gesungen. Das war auch ganz lustig. Also solche ehrenamtlichen Sachen kann man manchmal auch machen, denn es gibt viele Institutionen um einen herum und auch soziale Einrichtungen, die Helfer suchen. Ich weiß jetzt momentan nicht ganz, wie es jetzt mit diesen Corona-Richtlinien aussieht und Altersheim, das könnte ein bisschen schwierig werden. Allerdings waren das immer sehr, sehr schöne Weihnachten, muss ich zugeben. Und ja, da war man auf keinen Fall alleine. Also ich hoffe, ich konnte dir vielleicht ein paar Anregungen geben. Und das Wichtigste ist einfach nur, ey, schäm dich nicht, nur weil du jetzt Weihnachten mal nicht immer diese... Am ersten Weihnachtstag bist du da, am zweiten da, am dritten da. Ich glaube, es gibt nur 2, nicht 3. Und dich praktisch schon aufreißen musst, wie einige, damit du überhaupt alle Familienmitglieder sehen musst, kannst. Man kann das ja auch so sehen. Man hat wenigstens nicht diesen Weihnachtsstress. Man muss nicht so Geschenke besorgen und alles Mögliche. Und das kann ja auch viel Druck nehmen, sondern du kannst auch einfach für dich da sein und gucken, dass du für dich das Schönste rausnimmst. Oder dich auch mit ein paar Leuten zusammentust, die das Schönste rausnehmen wollen. Also sei da ganz frei und versuch es entspannter angehen zu lassen. Dann wünsche ich dir ein paar angenehme, freie Tage und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bye!